In London kommt es zu einem gewaltigen Flammeninferno. Seit Mittwoch früh steht ein Hochhaus in Flammen. Das Gebäude brennt vom 2. bis zum 27. Stock. Die Feuerwehr ist mit 200 Einsatzkräften und 40 Löschfahrzeugen im Einsatz. Verzweifelt kämpfen sie gegen die Zeit. In den Wohnungen befinden sich noch Personen. Sie können momentan weder vor noch zurück. Sie müssen schnellstmöglich aus der lebensgefährlichen Situation befreit werden. Augenzeugen schildern die dramatischen Ereignisse. I was at my cousin's house before, not this house, another house, and I saw the fire from about 5 miles away. Ich habe das Feuer schon von Weitem gesehen. Wir sind so schnell wie möglich hergefahren, um unseren Familienmitgliedern, die hier leben, zu helfen. Das Feuer hat sich rasant ausgebreitet. Mein Cousin und ich sind reingesprungen, um unserer Familie, die im 18. Stock wohnt, zu helfen. Die Kinder konnten nicht mehr atmen. Mein Neffe und mein Cousin waren in der Wohnung im 18. Stock. Es war ein tragischer Moment. Haben Sie etwas von Ihrem Cousin gehört oder ihn gesehen? Ja, wir haben ihn rausgetragen und er wurde ins Spital gebracht. Aber momentan weiß ich nichts. Sie wissen, dass Ihre Familie in Sicherheit ist. Was haben Sie gedacht? Ich habe nur an meine Familie gedacht und dass ich sie retten will. Ich habe Menschen gesehen, die aus dem Fenster gesprungen sind. Das ist Wahnsinn. Leute sind einfach aus dem Fenster gesprungen. What was going through my mind is just want to save my family. I saw people jumping out the window, man. It was crazy. Saw people jumping out the window. Die Feuerwehr tut alles, um die Bewohner zu retten. Das Haus ist stark einsturzgefährdet. Trümmerteile fliegen aus dem Hochhaus. Autofahrer werden angewiesen, die Gegend nordwestlich vom Hyde Park zu meiden. Die Polizei fordert die Bewohner in den benachbarten Gebäuden auf, ihre Wohnungen nicht zu verlassen und die Fenster geschlossen zu halten. Das Hochhaus wird 1974 gebaut und besteht aus 120 Wohnungen.